Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys, das ist DAX-Analyse für nun Montag, den 16. Oktober 2023, und unser DAX, ja, der will spielen, wird ein bisschen gefährlicher. Der Kollege hat doch gut die Krallen ausgefahren zum Freitag. Wir hatten uns den auf Tagesebene angeguckt, am Donnerstag nach der Tageskerze hier für den Freitag, und hatte gesagt, also tendenziell würde er, selbst wenn er positiv notiert, wahrscheinlich eher nur zu einem Doji tendieren, irgendwie zwischen 3,40 und 2,60 hin und her pendeln, Doji machen, dann am Montag, Dienstag nach oben laufen. Oder aber er nimmt das Umkehrsignal an. Wir haben gesagt, handle, was du siehst. Umkehrsignal ist gesetzt, das heißt unter 3,80 Risiko auf 2,90, 2,60 und auch 200 und sogar auch auf ein neues Tief. Und wir haben lustigerweise gesehen, dass er im Nachthoch die 3,40 oder die 4,30 sogar schon bedient hatte, hatte sich dann dort runtergedreht und direkt auf die 2,60 nach unten durchgespielt, dort mal kurz ein bisschen Gegenwind gehalten, und dann war das zu dünn. Da kam einfach nicht genug kraftvolle Gegenbewegung zustande, sodass unser DAX dann einfach wieder umgekippt ist. Auch schön hier 3,30, 3,40 hat man sogar als Rücklaufmarke, hat man sogar im Update als Shortmarke, und dann ist wieder abgedreht und hat neue Tiefs gerissen und dann eben auch Gap zugemacht und sogar schon ein Stückchen tiefer gestellt. Nun ist es so, dass die Kombination schwacher Freitag im DAX oft tatsächlich für Konterwochen auch geeignet ist. Das haben wir sehr oft gesehen an den Freitagen, wo der DAX zu einem Verfallstag so stark gefallen ist, aber ich glaube, es war kein Verfallstag. Nee, war auch nicht. War kein Verfallstag letzte Woche. Ja, bin ich sehr gespannt, wie er nun damit umgeht. Weil das war wirklich auffällig, ne? Das habt ihr bestimmt auch noch in Erinnerung, diese krass schwachen Freitage, die dann immer Verfallstag, und dann kam der Montag rein, manchmal sogar mit einem Abwärtsgap, und ist einfach nur noch wieder zurückgestiegen, hat den halben Montag ausgekontert, am Dienstag den Rest gemacht und ist an der Kerze einfach wieder zurückgelaufen. Ich würde deswegen oberhalb, ja, kurze Leine fassen, oberhalb von 1,80 den DAX eher sogar erstmal wieder nach oben in die Konter, in die Erholungsmöglichkeit reinlassen. Platz bis 2,50 sollte da direkt sein. Ferner sogar vielleicht nochmal 3,30, 3,40. Na, also gerade 3,30, 3,40, auch so etwa 50% der Erholung dann oder der Abwärtsbewegung wäre ein attraktives Ziel. Aber auch schon im Bereich hier um 2,50. Das heißt, alles, was oberhalb von 1,80, 200 hier passiert, würde ich dann eher Richtung 2,50 und 300 noch was dann anzählen, wenn er denn ankommen will. Also dafür möchte ich, dass er uns hochsetzt nach 9:30 Uhr, nach 10 Uhr, auch 11 Uhr, 12 Uhr, neue Tageshochsetzt. Wenn wir sowas sehen, dann kann ich mir gut und gerne vorstellen, dass er den ganzen Tag in die Erholung reingeht, und er muss nicht die ganze Kerze abfrühstücken. Ja, es würde vollkommen reichen, hier einfach eine grüne Tageskerze reinzustellen. Es wäre selbst egal, wenn die bloß bei 2,60 den Handel schließt. Kriegt er das hin, Handel geschlossen bei 2,60, kommt am Dienstag der Rest, schiebt er sich wieder bis 500, und dann geht er Mittwoch, Donnerstag schon wieder an die Kante ran hier und stängert uns da einmal durch, wenn er den Montag als Konter stellt. Geht es aber hier weiter nach dem Thema Handle, was du siehst, müssen wir sagen, die Abwärtsbewegung ist hier eingedreht. Wir sind wieder in den Abwärtstrend eingetaucht, haben die Umkehrkerze, also das Verkaufssignal, wie wir es gestern genannt haben, oder für die letzte Analyse, bestätigt und sogar richtig Druck aufgebaut. Das ist jetzt auch ein Verkaufssignal, die Kerze vom Freitag. Das heißt, drückt sich unser DAX jetzt hier unten weiter nach unten, ist schon am Montag direkt ein neues Tief erreichbar unter 14.950. Ja, das letzte Tief war gewesen hier, machen wir es vielleicht mal ganz konkret. Das letzte Tief war gewesen hier bei 48, ja, 14.948, und da müsste dann einmal mindestens drunter. Ja, unter die 15.000 und die 14.950 einmal drunter setzen. Dafür bieten sich dann hier an die 900, aber auch 830, die Channelkante hier. Die bleibt ja weiter interessant. Das sind alles schöne Anlaufstationen. Aber einmal drunter wäre in dem Sinne Pflicht. Ja.
Guckt mit meiner 15.000 nochmal hin. Wäre wahrscheinlich auch für eine kleine Überraschungsbewegung gut. Und ansonsten würde ich aber bei weiter schwachem Handel, ohne dass der sich, also wenn er sich nicht direkt ausgekontert hier gleich am Früh anfängt, gleich am Morgen anfängt nach oben zu treiben, würde ich schon davon ausgehen, dass wir hier auf ein neues Tief hinauslaufen und dann auch einen ersten, also noch einen Schritt tiefer auch tatsächlich halt gehen. Ja. Gut. Sollte der das machen, sollte der hier runtergehen, würde ich auch nicht erwarten, dass wir am Montag stark zurückfedern. Ja, würde dann eher damit rechnen, dass der Montag hier unten schließt und dann setzt er sogar zum Dienstag nochmal einmal nach und könnte dann erstmal in eine Erholung reingehen. Von da unten wäre dann so 15.200 realistisch. Müsste man sich dann nochmal angucken, wo er denn tatsächlich dann abbremst und federt. Aber habt das einfach ein bisschen vor Auge. Ja, wenn der jetzt hier wirklich anfängt, den Abwärtstrend wieder anfeuern zu wollen, dann müsste nach dem tieferen Hoch eben auch ein tieferes Tief folgen. Ja, das sollte man nicht ganz außer Acht lassen. Gut, damit haben wir alles durch. Tagesschart, 2 Stunden haben wir auch geguckt. Hier hat man, das wird jetzt anders, hat man so gesetzt. Ne, das habe ich, glaube ich, nach dem Video gesetzt. Für die geschriebene Analyse. Wann habe ich die Pfeile gesetzt? Haben wir die im Video gesetzt? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, das habe ich danach nochmal reingekritzelt gehabt hier. Oder wenn nicht, dann doch mit euch. Kann auch sein. Da ging es mir hier insbesondere um den Gap Close. Die Reaktion ja aus dem Bereich hier über den Gap Close würde natürlich auch schön reinpassen. Jetzt, wenn er die 15.180 nach oben antriggert, na, dass er dann hier in den Rücklauf zumindest mal 2.60 durchspielt, wäre auch der Pfeil schön bedient. Würde gut reinpassen. 2.60, 2.50. Aber genau hingucken. Wäre auch eine kleine Shortmarke, auch wenn wir gesagt haben, über 1,80 eher nach oben orientieren, aber trotzdem bei 2,50, 2,60 da mal genau hingucken, vielleicht sogar einen kleinen Teilverkauf für eine Long-Position in Erwägung ziehen. Na, kippt er von dort wieder um und drückt sich weiter nach unten auf neuere Tiefs, dann kann er direkt durchschieben. Ja, gut, dann würde ich hier zumachen, wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen, dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.